The Hockey Week on Sportle HD, presented by the new Škoda Fabia. Grüß mich dran, ganz herzlich willkommen. Das ist der Hockey Week. Mittwochabend ist selbstverständlich Hockeyzeit und wenn die Hockey-WM läuft, dann erst recht. Das ist die 9. Ausgabe also von dieser Sendung. Wir dürfen wieder Studiogäste begrüßen bei uns am Desk. Ein Mann fehlt noch. Wir wissen, die Ivenen, die lassen die etwas auf sich warten. Der Gianmarco Grameri kommt zu uns. Der Cedric Hechler, der Rückkehrer von den Lakers zurück zum ZRC. Cedric, ganz herzlich willkommen. Merci. Neben dir Michel Zeiter, 121 Länderspiel. Michel, auch dir ganz herzlich willkommen. Ist der Grammer als Spiel auch schon so gewesen? Also, hast du noch so erlebt, so Aktivzeiten? Wir müssen immer ein bisschen auf ihn warten, oder? Ja, da muss man jetzt nachher ganz schnell fragen. Aber nein, ich glaube, im Grunde genommen war er immer ein bisschen pünktlich gewesen, ja. Michel, du hast dich entschieden, bei den Lakers nicht weiterzumachen. Bist du in der Erholungsphase oder ist die Verarbeitungserholungsphase schon durch? Die ist durch soweit. Es gibt immer noch gewisse Tage, wo man daran denkt. Gerade die zwei Overtime-Goal, die wir bekommen haben, nachdem wir uns zurückgekämpft haben. Gleichzeitig muss man führen schauen, weiterentwickeln. Und nur so geht es. Wenn man liegen bleibt, das ist nicht gut, man muss aufstehen und weitergehen. Immer weitergehen. Gut, und weitergehen tut auch Gianmarco Grameri, nämlich aus den Büroräumlichkeiten kommt er zu uns ins Studio. Er hat die volle Aufmerksamkeit und wir begrüßen ihn ganz herzlich. Der Trainer von der Damen Hockey Nationalmannschaft. Hallo. 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 Taktisch hervorragend gemacht. Voll im Spotlight. Ja, ein bisschen Stau halt. Zürich kann ich nicht Auto fahren. Es wäre jetzt böse, wenn ich nur sagen. Wir Männer wissen das, wir warten ein bisschen auf Frauen. Und kaum ist man Trainer von Frauen-Nationalmannschaften, nimmt man die Allüren schon an, oder? Nein, ich habe noch geschafft den ganzen Tag und habe es noch geschafft, zum Glück. Apropos Arbeiten, was machst du in der Damentrainer-Job? Zu wie viel Prozent bist du angestellt bei Swiss Ice Hockey? Das sind so Tagessätze, sind so 60 Tage im Jahr. Aber das wollen wir aufschrauben, bis die Olympischen Spiele, wenn wir schon etwa 100 Tage. Aber das ist nur so ein Nebenjob, das ist nicht. Was machst du? Von was verdienst du denn deine Kohle? Mit was? Ich bin Versicherungsberater. Warum lachst du? Hast du Policen da? Seid ihr hechelt? Ich meine, Hockeytrainer und Hockeyspieler, das ist wahrscheinlich eine begehrte Klientel. Oder nicht unbedingt? Du musst da zu viel zahlen, jeweils. Nein, ich bin einfach ein Versicherungsberater, aber die Konkurrenz ist bei uns Sponsor. Meine Versicherung ist eben nicht leider Sponsor vom Verband. Cedric, du hast ja auch ein paar Länderspiele in den Knochen von der A-Nationalmannschaft. Wie schaust du die WM jetzt zu? Leidet man mehr, wenn man die Jungs kennt, wenn man auch im Kreis war von der A-Nationalmannschaft? Ja, ich glaube, man leidet schon ein bisschen mehr. Ich meine, man verfolgt es mega und man kennt jeden Spieler bei jedem missgeschickt oder bei einem Fehler denkt man, oh nein, oder bei etwas Gutem wird man am liebsten dabei sein und hautnah alles miterleben. Ist jetzt leider nicht so, aber sie macht das gut da draußen. In der Fußballsendung, Gabriel, hat man jetzt den Flosskla-Alarm, wo man würde drücken oder das Phrasenschwein, oder? Was wollte er anders sagen? Nein, aber ich finde es echt gross. Hast du den Money mitgenommen? Nein, Gabriel, leider nicht. Aber weißt, du musst auch ein paar gute Mittel weißt, am Hauptstandort haben. Du musst auch ein paar Leute haben, die weiterarbeiten. Und das sind wir natürlich mit der Hockey Week. Und das ist jetzt genau richtig. Sportalhd.com, dann auf dieser Seite sehen wir uns live. Könnt das natürlich auch auf dem Sportal 360 App gerne mal anschauen. Oder die ganze Sendung oder die Sachen, die euch wirklich richtig wichtig sind. Dünken und interessieren und machen mit bei Facebook und Twitter. Von wegen Floskel, ich würde das von Cedric gerne aufnehmen. Also ich kann mir vorstellen, bei den Missgeschicken, so wie heute, leidet man mit und bei der Erfolg wird man dabei sein. Darum ist der Cedric, glaube ich, heute nicht mit dabei gewesen. Es ist ein Missgeschick passiert und es ist gar nicht so lange her. Die Schlagzeilen haben wir jetzt gerade in What's Hot. What's Hot?
Man hat geschaut, man hat mitgefiebert und am Schluss hat man hängende Köpfe. Hockey-Nazi scheitert am letzten Hexer. Die Rede ist von Edgar Masalskis, der Mann des Spiels. Er hat 35 von 36 Schüssen von der Schweizer pariert, hat den Letten also nicht nur den Punkt, nein, den Sieg eigentlich gesichert. Und die Schweizer, ja, die schauen ein bisschen doof aus der Wäsche. Ja, positiv. Ich rede wie ein Hockeytrainer schon, man muss positiv auffallen, ist sicher die Chancenauswertung. Man hat sich unglaublich viele Chancen kreiert. In Sachen Chancenauswertung sieht es dann noch ein bisschen anders aus. Aber wenn man jetzt mal den Punkt nimmt, wie viele Chancen man kreiert, ist der beste Match bis jetzt? Von der Chancenkreierung glaube ich schon, ja, bis jetzt. Es war ein bisschen mehr Zug aufs Goal jetzt, in diesem Spiel als letztes. Also das Goal, das die Schweizer geschossen haben, das sind Goal, die man international macht. Und von dem her denke ich, ist es besser als die anderen Spiele, die Chancenauswertung. Ja. Die Chancenauswertung ist unfassbar. Und gleich ein Goal, das man in Sochi schon gescheitert hat. Hast du vom Match etwas mitbekommen im Auto? Via Radio nehme ich an. Nein, auf dem iPad, über Hotspot, habe ich das auch gehört. Ja. Im Auto? Ja. Gut, so. Also, ich bin nicht selber gefahren. Gut, wir hätten Chauffeur als Dame. Aber die Chancenauswertung, Gianmarco, also wir sind, ja, nach 30 Sekunden hat man die erste Chance. Man ist zusammengezuckt, ist es auch so gegangen? Ja, die Chancenauswertung ist wichtig, aber das Spiel der WM werden im Powerplay entschieden und im Boxplay sind wir dabei. Powerplay haben wir im Moment nicht so gut. Die Chancenauswertung ist sehr wichtig und du, wenn es jetzt nicht klappt, hat ein Punkt ist ein Punkt und ich glaube, es sieht nicht schlecht aus. Hauptsache, man kreiert Chancen. Apropos, wie man Goal schießt, wir haben vor der Sendung auch diskutiert, dass man viele Goal in der WM sieht, die auf einen Abstauber gehen, auf einen Abprauer gehen, dass man im Goal in die Sicht muss nehmen. Das schafft die Schweizer nicht. Du hast gesehen, der letzte Goal, der hat immer, der hat einen schönen Nachmittag, der hat immer freie Sicht. Am Schluss des Spiels sind es mehr dort angegangen, wo es Verkehr gibt vom Goalie. Sie konnten enorm Druck aufbauen. Aber es ist korrekt, dass man genau, oder international vor allem, gerade im Powerplay, wenn man keine Leute ums Goal herum hat, gerade vor dem Goalie und auch nachher, die Rebounds fahren, wenn man dort nicht effizient schafft, dann wird es sehr schwierig, auf internationalem Niveau den Goalie zu bezwingen. Und da hat man die ersten zwei Drittel beim lettischen Goalie haben wir zu wenig konsequent geschafft und am Schluss haben wir das besser gemacht und ist dann noch angekommen. Gianmarco spricht es an, das Powerplay, das natürlich besser muss sein, wo die Schweiz gar nicht gut ist. Wie wichtig ist, dass dort als Trainer ein Plan vorgibt? Oder was kann der Grund sein, dass man so schlecht ist? Hat man zu wenig Pläne, wie man im Powerplay vorgehen will? Oder ist es einfach Pech? Nein, Michel hat es gerade gesagt. Vor dem Goal stehen, meine, bei diesem Niveau muss man nicht mehr viel sagen. Wir müssen einfach Schüsse von blau reinkommen und jemand vor dem Goal stehen. Pläne. Es gibt sicher Tricks und Pläne, die man machen muss. Wenn jemand vor dem Goal steht und der Goal in der Böcke sieht, dann gibt es kein Goal, ganz einfach. Also wir werden selbstverständlich weiterhin reden über die Ausgangslage, was das bedeutet, die Niederlage jetzt gegen die Letten auf ein Saalfelds weiterkommen oder nicht. Wenn ich noch einmal übergehe zum Gabriel Oldham, er fasst alles Hockey-Wichtige zusammen in etwa 60 Sekunden. Wir haben ein Aufrüsten nach dem Abstieg. Die Legs verpflichtet mit dem Goalie Melvin Niffeler, dem Verteidiger Marc Zanker und den beiden Stürmer Roman Schlagenhauf und Ryan McGregor. Gerade vier neue Spieler. Dazu wird mit 10 Spielen verlängert. Eigentlich Genf Servet, immer Genf Servet. Der Genfer verlängert den Vertrag mit dem Chris Rivera. Der 28-jährige Stürmer, der seine ganze NHL-Karriere bei Genf Servet absolviert hat, bleibt für weitere 2 Jahre. Von Deutschland in die Schweiz, von der DL in die NLA. Der SGL Tigers verpflichtet den kanadischen Stürmer Kevin Clark für 1 Jahr. Letzte Saison ist er in der deutschen Hockeyliga zum Spieler und Stürmer des Jahres gewählt worden. In der schwedischen Tageszeitung mit einer erfreulichen Meldung mit Schweizer Bezug. Anscheinend könnte es für den Schweizer Nazi-Verteidiger Dean Kukan ein Türchen in die NHL aufgehen. Laut seinem Agent sollen mehrere Offerten für Trainingscamps da sein. Von der schwedischen Zeitung zu einem kanadischen Radio. Dort hat sich der SCB-Trainer Guy Boucher über eine mögliche Rückkehr nach Nordamerika geäußert. Ich wurde kontaktiert, so der Kanadier, der noch 1 Jahr einen Vertrag beim SCB hat. Jetzt antworten und tolle Preise gewinnen. Skoda Crazy Hockey League. Jetzt spielen und gewinnen. Hockey.skoda.ch. Skoda. Simply clever. Wir sind zurück bei der Hockey Week. Wollen vorausschauen, wollen aber auf die Abwehr schauen von der Schweizer Gruppe. Gabriel, was kannst du da sagen nach dem Match von heute? Wie sieht es aus in Sachen alle Resultate kompakt zusammengefasst und die Abwehr?
Zahlen und Fakten, die müssen wir natürlich ganz genau anschauen. Natürlich, wir wissen es, der Feldstart, der ein Punkt war und hoffentlich eigentlich ein Weckruf für die Schweiz. Dann Sieg gegen Frankreich und das erknorzte 1-0 gegen Deutschland. Heute aber eben der nach Verlängerung 1-2 verloren gegen Lettland. Der grosse Fehler am Schluss von Marc Streit, aber man soll die Niederlage nicht nur auf seine Schultern wälzen. Im Gesamten sieht es in der Tabelle wie folgt aus. Die Schweiz zwar immer noch auf Platz 3, hat mit 4 Spielen 8 Punkte. Also eine neue Bilanz. Vor allem, wenn man muss bedenken, dass Lettland die vermeintlich schwachen Gegner erst hat. Da sind auch in Deutschland noch 9 Punkte, noch 6 Punkte möglich. Und somit braucht die Schweiz, seien wir ehrlich, einfach einen Sieg, ein sehr gutes Resultat. Schweden, Kanada oder Tschechien. Bei denen muss man einfach Punkte abgrasen. Sonst wird es eng, sonst wird es schwer, sonst ist es, glaube ich, sogar hoffnungslos. Oh, sogar hoffnungslos. Da wollen wir selbstverständlich noch drauf eingehen. Wir haben etwas diskutiert, was du uns vielleicht aus der Patsche helfen kannst, Gianmarco. Wir haben den Cedric de Michandet vor der Sendung diskutiert. Wie gut sind denn die Schweizer? Was machen denn die Schweizer für einen Eindruck auf einen? Was machen sie für einen Eindruck auf dich? Jetzt Vorbereitung WM, jetzt die WM? Klar, es hat viele auch neue Spieler, aber bei der Schweiz ist es immer wichtig, ob der Goalie da ist. Und ich glaube, das ist unser Vorteil. Beide Goalie sind auf dem Formstand, den wir haben. Und darum habe ich keine Angst, dass das gut kommt. Aber irgendwann in Zukunft müssen wir von dem wegkommen, dass nur Goalies ein Spiel machen. Weil mit diesen Goalen, wir schießen einfach zu wenig Goal, wir kriegen wenig. Aber darum ist es eigentlich eine Mannschaft, die Nazi wie einmal in den vorherigen Jahren. Es ist immer etwas Gleiches. Man hebt hin alles und drückt dann mal einen vorne rein. Warum hat man, oder ich nehme es mal auf mich, behaupte nicht einfach etwas, warum habe ich nicht den Eindruck, es kommt schon gut? Warum hat man so das Gefühl, ist der neue Trainer, ist die Berichterstattung über einen neuen Trainer, warum hat man nicht so das absolut hundertprozentige Vertrauen, das kommt schon gut? Ich glaube, wir haben so ein bisschen das Gefühl, wir sind ein bisschen verwöhnt worden seit der Silbermedaille. Haben alle das Gefühl, ja, jetzt müssen wir gegen die Schwachen, müssen wir 10-0 gewinnen, müssen das und das. Gibt es denn Schwache? Gibt es den Schwache überhaupt noch? Gibt es den vermeintlich Kleinen noch, wie die Österreich? Meiner Meinung nein, weil es rückt alles näher zusammen. Auch die kleineren Nationen kommen immer mehr auf. Man sieht es bei uns, wir haben einen riesen Schritt gemacht Richtung internationales Hockey. Und von dem her habe ich das Gefühl, gibt es formstärkere und formschwächere Gegner vielleicht. Logisch kann man Kanada nicht mit Österreich vergleichen. Aber die Schweiz muss... Wir müssen auf dem Boden bleiben, wir müssen wirklich spielen. Es werden alles enge Spiele werden. Und von dem her müssen wir das realistisch sehen. Haben wir zu hohe Erwartungshaltungen, Michel, unsere Nationalmannschaft? Die sind natürlich gestiegen nach der Silbermedaille, das ist klar. Gleichzeitig muss ich sagen, resultatmässig, bis jetzt heute sind wir im Fahrplan gewesen. Jetzt heute, meiner Meinung nach, hat man Punkte liegen lassen. Wenn wir voraus schauen, glaube ich, sind jetzt gerade die Gegner, die jetzt kommen, die stärkeren Gegner, die liegen uns. Wir können dort unbeschwert aufspielen. Und ich glaube, wir sehen ein besseres Hockey. Jetzt hat man gegen vermeintlich schwächere Gegner müssen spielen. Hat das nicht so schlecht gemacht. Die Spiele muss man zuerst gewinnen. Und da, wo man jetzt ist, das ist die Realität. Und wichtig ist, dass man jetzt vor allem das nächste Spiel gewinnt. Also nehmen deine Worte, dass es wie in Stockholm ein einfacher Auftakt ist gegen die grossen zuerst spielen, wo du total verlieren darfst. Und wenn du gewinnst, hast du sofort Oberwasser. Ja, der Modus kommt uns auch entgegen. Ich soll sagen, es sind gute Mannschaften, sind alle etwa näher beieinander, aber wir haben einen stärkeren Nachwuchs jetzt als Österreich, als Deutschland, als Lettland, viel ältere Spieler. Ich glaube, auf die längere Zeit mit 7-8 Spielen sind wir frischer und das ist das, was zählt. Und am Anfang kommt immer bis drauf an, jetzt sind sie drin und darum habe ich da keine Angst, dass das nicht kommt. Der Patrick Gehring hat gesagt, die hässlichen Sachen machen wir nicht. Cedric, was meint er mit dem? Er meint damit, eben vor das Goal gehen, vielleicht einmal etwas machen, wo vielleicht am anderen weh macht, dass der Schiedsrichter nicht sieht, dass merkt, wir sind da, eben aufs Goal zufahren, vor dem Goal stoppen, mal vielleicht ein bisschen reden mit ihnen, mit dem Gegner, mal etwas sagen, was nicht gerne gehört und wirklich herspielen und so. Ja, die dreckigen Sachen halt, die, wo wir als Fan von der Schweiz sehen wollen von unserer Seite, aber gegen den Gegner nicht. Warum nimmt man es, weil man es auf die leichte Schulter nimmt gegen vermeintlich Kleine? Warum greift man nicht zu diesen Massnahmen? Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht ist es so ein bisschen
die Schweizer sind von der Mentalität her liebe, anständig, man macht es nicht, es gehört sich nicht. Und vielleicht ist das ein bisschen, aber genau das, die Kanadier, die wissen, hey, entweder ich oder er. Und der geht dort hin und wir Schweizer sind vielleicht ein bisschen zurückhaltender und denken, ja, nein, lieber nicht. Und das muss sich ändern. Wir wollen auch über einen Trainer reden, der natürlich besonders im Fokus steht, wenn man zuerst mal eine Weltmeisterschaft geht, jetzt mit der Schweizer Nationalmannschaft. Und über Glenn Hendler reden wir nach einer kurzen Pause. Bleibt dran. The Hockey Week, presented by Skoda. Na, gefall ich euch? Was ist los? Das ist meine Party! Kann ich besser? Kann ich besser? Wir sehen uns wieder! Mein Style, mein Fabia. Der neue Skoda Fabia, auch aus Kombi. Skoda, simply clever. Die Vivo-Pakete sind natürlich auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt. Danke, sehr freundlich. Mhm. Aber bitte keine Spezialbehandlung. Oh, keine Sorge, das machen wir bei allen. Ich möchte wie ein ganz normaler Kunde behandelt werden. So wie Sie. Normal. Für Ihre Wünsche gemacht. Die individuellen Vivo-Pakete ab 44 Franken im Monat. Finden Sie jetzt Ihr Wunschpaket. I'm looking for someone who stays all along, so I will never feel alone. I'm looking for a place to settle down, a place that I can call home. I search the old world, but I'm too blind to see all of these things. Eins ist wichtig, die Familie, weil sie einzigartig ist. Schützen Sie Ihre Familie und sparen Sie dabei mit Allianz Family. Jetzt informieren. Hoffentlich Allianz versichert. Tickets für Raiffeisen-Mitglieder zum halben Preis. Monday on SportalHD.com. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportalHD.com. Pure sports, pure entertainment. This is Sportal HD. The Hockey Week, presented by Skoda. Wir sind zurück in der Hockey Week und das Thema Glenn Hendler. Bin ich froh. Michel, hast du den Platz von Klauser Zoll eingenommen? Weil ich glaube, er hat einen Herzinfarkt, wenn wir das Thema heute mit ihm würden diskutieren. Der Glenn Hendler, was hat er auf euch? Du bist am wenigsten befangen, habe ich das Gefühl. Da. Der ist einer, der unter dem Manager gespielt hat. Der hat jetzt entsprechend ein Poloshirt an. Was macht er auf dich für einen Eindruck besitzen? Gut, das Wichtigste im Trainerbusiness ist, Punkt. Dass man das Resultat bringt. Die hat er so weit jetzt noch gebracht. Wenn er auf mich wirkt, ist er sehr, sehr gelassen auf der Bank. Er ist ruhig auf der Bank. Aber ich habe das Gefühl, er hat sicherlich einen Plan. Muss er haben, sonst wäre er wahrscheinlich nicht ein Nazi-Trainer. Aber bis jetzt ist vielleicht noch zu früh, um zu sagen, gut, schlecht oder wie auch immer. Aber ich glaube, die nächsten Spiele werden es zeigen. Man wirft ihm vor, dass er ein Trainer sein könnte, der nicht aufmuckt, der die Spieler machen können, was sie wollen.
Cedric, du hast unter ihm gespielt. Ist es so? Ist das einfach ein Haufen von Spielern, die sich die Nacht kommt? Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Ich habe ihn erlebt, eben an zwei Turnieren. Und dort ist er wirklich. Vielleicht sieht es von außen so auf, weil er auf der Bank nicht so energisch ist, sondern eher ruhig und bedacht. Aber in den Trainings da pfeift er dann wirklich ab, tut die Spieler zurechtweisen und hat genau einen Plan und zeigt genau, wie er es will. Und wenn jemand nicht so spult, dann sagt er das dem. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist er sehr schnell weg. Und von dem her hören die Spieler auf ihn, respektieren ihn und machen das, was er sagt. Jetzt kann man ihm natürlich zum Vorwurf machen, er ist zu ruhig. Tiger hat es dem Gustafsson auch zum Vorwurf gemacht. Er ist zu ruhig beim Coaching, er ist zu ruhig auf der Bank. Hankram Luzi heisst ja nicht unbedingt erfolgreich sein. Nein, Lud oder Liesling ist egal. Er muss einfach die Mannschaft können. Wichtig führen, ist, dass du sagst, oder? Ja, führen und spüren. Und, ich kenne ihn persönlich noch nicht. Und ich sehe es nur da an der Band. Es ist schwierig, das zu beurteilen. Aber wenn er dort Nazi-Trainer ist und vorher auch Trainer ist, wo wird er das schon können machen? Ich meine, er war auch im Weißrussland Trainer und hat das auch gemacht. Also, eben, wie der Michel gesagt hat, Resultate schauen und der eine findet es gut, der andere findet es schlecht. Und einer, der, wie gesagt, oben rot anläuft, wie da die Scheibe, die ich da an der Hand habe, das ist der Klöser Zog. Wir denken, wenn er schon nicht da ist, dann machen wir es per Telefon. Dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm für ihn. Und wir haben heute Nachmittag im Draht gehabt, vor dem Lettland gespielt, und haben eben genau nach dem Glenn Hammond befragt. Er macht den Eindruck von einem überforderten Trainer, von einem Trainer, der nach einem Spiel wie erschöpft wirkt. Er wirkt aber durchaus sympathisch. Man hat richtig Mitleid mit ihm. Er kommt so über wie jemand, der leidet. Und durch das ist er natürlich gänzlich anders als seine Vorgänger Ralf Krüger und Sean Simpson, die klar, wenn sie in den Raum hineingekommen sind, den Raum auch gefüllt haben. Der Sean Simpson manchmal grantig, aber auch er hat ihn gefühlt. Und der Glenn Hanlon kommt so mit einer sympathischen Hilflosigkeit, die er noch mit einem leichten Hang zu Selbstironie untermalt. Und er wirkt dann unsicher. Und wenn er dann ein bisschen in die Enge getrieben wird, wird er dann auch einsilbig. Aber alles in allem hat man den Eindruck von einem Trainer, der sich etwas antut, was er eigentlich gar nicht mehr sollte. Erstaunlich ruhig und gelassen, Michel, wenn er das sagt. Rührend, auf eine rührende Art und Weise hilflos. Kann der Eindruck täuschen. Man hat ab und zu schon auch das Gefühl gehabt, wenn er in der Intro nicht eine aktive Körpersprache, so eine Gelassenheit, so eine coole Art, die schon kann interpretiert werden als hilflos. Gut, das ist immer eine Ansichtssache, wenn man eine Person anschaut, wenn man sie einschätzt und so. Normal als Trainer, wie man beurteilt, intern, wie man schafft, wie akribisch man ist, was für einen Plan das man hat, was für Führungsqualität, die Sozialkompetenz das man hat. Auf der anderen Seite ist eben das Objektive von außen, wo definitiv der Anschein macht, wie ich will nicht sagen hilflos, es ist rein einfach seine Art und Weise, wenn er auftritt. Und nochmal, die Resultate zählen im Sport und um die Führung der Mannschaft und das geht's. Und wenn er alle Spiele hätte gewonnen auf die genau gleiche Art und Weise, dann würde man sagen, genau das ist das Richtige, was er macht. Es gibt natürlich Zahlen, Gabriel, die man noch messen kann. Ja. Der Glenn Hanlon, der Carrot, haben sie ihm gesagt in der NHL. Jetzt ja, kein Steilpass in eine andere Richtung. Also, nein, es ist ja die siebte WM für Glenn Hanlon. Wir haben die bisherigen sechs Mal anschauen. Zweimal ist er ja mit einer Top-8-Mannschaft der Slowakei an den Start gegangen. Aber dann bei der Heim-WM von der Slowakei 2011 hat er nicht einmal das Viertelfinal erreicht. Besser ist es ihm gelungen mit den Weißrussen. Da hat er eigentlich immer, wenn man die Weltranglistenposition bei WM anschaut, am Schluss der Rang von der WM eigentlich immer mehr geschafft mit dem Team, als man eigentlich gedacht hat, erwartet hat. 2006 das Top-Resultat mit dem sechsten WM-Rang. Dann übrigens er als Chef, der Sean Simpson als Assistent. Also, man munkelt ja, warum ist überhaupt der Glenn Hanlon der Nachfolger von Sean Simpson? Sicher nicht, weil sie den gleichen Charakter haben, aber eine gewisse Väterli-Wirtschaft. Erfolgreich ist bis jetzt auf jeden Fall für die Schweiz noch nicht. Dann erfolgreich, wenn kein Druck kommt, ist, kann man es so sagen. Bis jetzt war es. Der Russ war nicht der grosse Druck gekommen. In der Schweiz hat er sicher am meisten Druck besitzt in diesen Stationen, wahrscheinlich, oder?
Das mag sein, aber mich versucht vor allem Druck der Spieler wegzunehmen. Wo du selbstverständlich begrüßt. Wo ich sehr begrüße, ja, weil wir kennen ja die Medien. Nein. Wir kennen den Zug. Eben, die Medien erwarten viel, auch wir Schweizer Fans erwarten sehr viel. Und von dem her ist sicher ein Druck da, den er standhalten muss und den man dagegen schlagen. Er hat einen Trainerstaff, der uns selbstverständlich wichtig ist. Ich habe das Gefühl, der Thierry Patelini, der auch schon bei uns war, der Schönling, ist dem sein Auftrag erbanden, das Model sein bei denen, neben dem Fuss und dem Händler. Ich glaube, weniger. Er hat sicherlich einen Job, den er zu erfüllen hat. Aber ich könnte noch mal ganz kurz darauf kommen, auf das, was wir vorher angesprochen haben. Ich glaube, Druck haben ist etwas Schönes. Man hat eine Mannschaft übernommen, die Qualität hat, die interessante Spieler hat, wie ein Streit, Josi oder auch Fiala jetzt. Und von dem her wird er natürlich gemessen an dieser Silbermedaille. Letzten Endes ist das eine super Challenge und macht Spass, mit so einer Gruppe zu arbeiten. Da stehe ich dabei, weil Druck haben heisst Ambitionen haben. Und Ambitionen kannst du nicht haben, wenn du eine Gurkentruppe hast. Nein, wie gesagt, Weißrussland, Slowakei sind gute Nationen, Slowakei. Ist immer ein bisschen so, letztes war immer gut gewesen. Aber schlussendlich bleiben wir eine Top 8 Nation. Wir müssen in der Top 8 drin sein. Das ist das Ziel, das wir immer haben. Ja, ich glaube, mit dieser Mannschaft kann man auch mal sagen, wir müssen immer in der Top 6 sein, weil wir sind jetzt weiter als die anderen Nationen. Wir haben mehr, vielleicht auch jetzt mehr in NHL-Spieler jetzt langsam als andere Nationen. Und darum erwarten wir auch etwas. Medaille gibt es alle irgendwann. Also von Medaillen müssen wir nicht reden. Ich meine, wir müssen einfach Top 6, das ist eigentlich das, wo wir herkommen. Mal 7, mal 8, das ist das Ziel. Aber hinter 8, das ist das, was wir nicht erreichen wollen. Eine WM, einem Turnier allgemein, kommt der Start dazu, dann gibt es vielleicht eine Eigendynamik, vielleicht geht es in eine negative Richtung. Wie ist das, wie muss man sich das vorstellen, eine WM jetzt in so einer Situation, wo man weiss, mit dem Punkt geholt, es sieht nicht allzu schlecht aus, aber man ist noch nicht ganz sicher. Wie ist es so, das Teamgefühl? Wie ist so eine Stimmung, wenn du aufeinander oben hockst während der WM? Ja, also die WM, die ich mitgemacht habe, sind anders schwieriger gewesen, weil dort hast du nicht, wir sind 7-8 Matches jetzt, oder? Dort hast du deine 3 Matches gehabt, bist dabei, bist nicht dabei. Genau. Jetzt finde ich, ist es besser, ist auch interessanter. Man hat mehr Spiel, man hat mehr Ruhepause, man kann etwas machen, man ist mehr im Team, man hat sicher Zeit, um etwas zu machen. Darum sage ich, so ein Job jetzt als Nationaltrainer ist interessant und sehr interessant, weil die Spieler sind da, die Spieler sind dabei, die wissen, es geht so lange. Ein Spiel tust du abkacken, ist das nächste Spiel. Also von dem her ist das sicher interessant. Sagt der Nationaltrainer von unserer Dame Hockey Nationalmannschaft. Wir haben einmal in die Spotlight rücken, der natürlich mit dabei ist, in Prag, der Reda Suri. Ja, ich relativ früh. Ich war mit 3 Mal auf dem Eis. Und hatte einen älteren Cousin, der gespielt hat. Ich habe ihn immer gesehen, am Mittag bei den Grosseltern, als wir zusammengekommen sind. Da ist ein bisschen angefangen zu knebeln nebendran. Und so hat sich das alles ein bisschen entwickelt. Und nachher zum Hockey gekommen und mit 4, 5 dürfen anfangen. Und seitdem eigentlich immer Freude gehabt im Sport. Und ja, die Freude immer beibehalten. Ja, relativ ehrgeizig. Gewisse Situationen auch sehr emotional, manchmal ein bisschen ungeduldig. Neben dem Eis bin ich sehr ruhig und ja, genieße eigentlich ein bisschen Ruhe und mache gerne ein bisschen andere Sachen, auch teilweise mit anderen Leuten oder so aus dem privaten Umfeld. Ich bin eigentlich recht ruhig und ja, auf dem Eis ist der Einsatz und der Sieg, der am Schluss zählt. Und dort wollte ich eigentlich immer alles dran setzen und alles geben, dass wir als Mannschaft Erfolg haben können. Und dort investiere ich eigentlich auch meine ganze Energie und darum denke ich schon ein bisschen zwei Gesichter auf und neben dem Eis. Vor allem, wenn man mal im Ausland ist oder weg ist, man kommt sehr gerne heim, man weiß, was man da hat, da aufgewachsen und denke, das private Umfeld und die Familie, das ist immer etwas, wo man sehr gerne zurückkommt und ja, die Schweiz ist die Heimat und ich denke, wenn man im Ausland ist, dann kommt man das auch so mit über wieder.
Es ist immer eine Ehre und auch ein gewisser Stolz, wenn man dabei sein darf. Ich lege das Liebling sehr gerne an und wenn es irgendwie möglich ist und wenn man aufgeboten wird, komme ich sehr gerne da zusammen mit den Jungs. Man kann immer sehr viel profitieren. Das Niveau ist sicher noch eine Stufe höher als auf dem Club. Man kann immer etwas dazulernen und eigentlich wirklich Freude, dass ich dabei sein darf und dass wir da probieren helfen, etwas Positives zu erreichen. Der Mann an Spotter Reto Suri, der nach Stockholm Michel ganz ein heißer Spieler war, hochgehandelt wurde. Seine Entwicklung seitdem stagniert. Ist das etwas böse? Kann man nicht sagen. Ich glaube, er ist ein Spieler, der auch, ich sage jetzt gerade nach der Silbermedaille in Stockholm, nachher auch ein Jahr hat, das er mal bestätigen muss, wo man sich wieder mal neu beweisen muss. Und er ist ein junger Spieler, ein dynamischer Spieler und ein Spieler, wie ihm gehört Zukunft. Wir können via Reto Suri noch einmal auf die Offensivabteilung der Schweizer. Gianmarco, was macht man in einem laufenden Turnier mit den Ruhetagen, mit den Trainingseinheiten, wenn es offensiv in Sachen Chancenauswertung nicht klappt? Trainiert man das speziell jetzt noch? Du hast es angesprochen, mit Ruhetagen. Jetzt heute war es eklatant. Was macht man als Trainer? Nein, solange eine Chance kreiert wird, ist es ja gut. Sie gehen einfach nicht rein. Aber die Chance haben wir da. Ich meine, die haben so viele Chancen gehabt. Hier am Abschluss trainieren und reden. Man redet untereinander. Mental muss man sie da bringen. Und dann muss man halt einfach mal einen rein und das Glück erzwingen. Ich meine, die Chancen sind da. Wenn du keine Chance hast, dann hast du das Problem. Aber solange die Chancen da sind, musst du positiv reinschauen. Und wenn wahrscheinlich das 1-0 kommt oder das frühes 2-0 kommt, dann läuft der Match vielleicht ganz in eine andere Richtung, nämlich in eine torreiche Richtung. Wenn wir schon bei Schüssen sind, Gabriel, was schüttelst du den Kopf? Ja, ich muss auf eine Cedric eingehen. Oder? Am Anfang hat man gesagt, es war viel besser gewesen. Man hat viel mehr geschossen, man hat viel mehr gemacht. Das Problem ist, wenn man dann nicht viel Goal schießt, ja, dann geht noch die Effizienz weiter runter, wie unsere Statistik beweist. Die Schweiz ist noch einmal runtergerutscht nach dem Spiel gegen Lettland. Lediglich Platz 13 von allen 16 WM-Teams, was die Effizienz anbelangt. Mehr Schüsse ja, aber heute einer von 36 Schüssen, der im Netz im Goal landet, ist eigentlich unglaublich. Nur gerade 6, ein bisschen mehr als 6% effizient. Das heisst, die Luft gegen oben ist viel grösser als die gegen unten. Und man muss ein bisschen aufpassen. Schweden, Kanada, Tschechien. Die kommen erst noch und die wissen, was Effizienz heisst. Er tut schlecht reden, hat aber beweisen, Michel. Wir kommen da noch. Wir kommen das da noch. Frustrierend. Wir auch noch Potenzial nach oben. Er kann es beweisen. Aber ist es so einfach? Einer, zwei, die reinfallen und er ändert das Ganze, er kehrt das Ganze. Ist nicht gesagt, aber sicherlich wünschenswert, wenn das eintrifft. Nochmal, wir müssen enorm viel härter arbeiten. Einmal richtig Goal, sogenannte Zug aufs Goal, Net Drives. Und nachher, gerade im Powerplay, wo Gianmarco angesprochen hat, wenn wir Schüsse haben von der blauen Linie, dass wir Verkehr vor dem Goal haben, wirklich, dass man den Goal in Sicht nimmt. Und was mir persönlich gefällt, ist, ich würde sehr gerne viel mehr Direktschüsse sehen. Und wenn man dem schafft und so, bin ich überzeugt, dass man da in diesen Schlüsselmoment-Situationen Goal schiessen kann. Dann hat man auch gemeint, der Dean Kukan kommt nicht zurück in der Verteidigung. Ist jetzt doch ein bisschen überraschenderweise zurückgekommen. Was meint ihr zur Nachnomination von Romain Löffel? Richtige Wahl? Es ist immer schwierig, als Spieler über Spieler etwas zu sagen. Eben, viele Spieler wie ich jetzt zum Beispiel haben Ferien gehabt, sind nicht mehr im Rhythmus. Er hat sicher die Vorbereitung gemacht gehabt, hat vielleicht noch nicht so viele Ferien hinter sich und darum vielleicht noch ein bisschen drin. Also ich find's gut. Wobei ich bin äußerst überrascht, als du das sagst, weil der Klaus Zog hat in Sachen Nachnomination, in Sachen Einflügen von Romain Löffel ganz andere Worte gefunden. Ja, wahrscheinlich schon. Sie kommt leicht überraschend, weil der Händler hat gesagt, er hätte eigentlich den Cedric Hechler wollen, weil er hätte grosse Erfahrung im Abstiegskampf und er hätte immer wieder probiert anzuläuten, aber er hätte einfach das Telefon nicht abgenommen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Jetzt lachst du. Hier ist der Beweis dafür, wie es hat ausgesehen. Gestern auf dem Handy. Schau mal hier. Gestern 15.13
Nachmittag, Glenn Hanlon, 5 verpasste Anrufe. Dann hat er die falsche Nummer von mir. Irgendetwas. Er hat ja mal gesagt, es kommt auch davon. Ich lüge nicht. Von meinem Handy dann? Oder? Von meinem Handy. Ja. Ach, was ist? Nein, da habe ich Beweis. Ich habe eine andere Nattes. Er hat ja eine Pressekonferenz gesagt vor der Abreise. Es kommt davon, dass ein Spieler Feuer in den Augen hat und wie ein Spieler reagiert und das Telefon abnimmt. Vielleicht hat er Hechler gesagt, ah, schön, ja. Ja, ich habe gemeint, sich der Klaus sagt, darum habe ich gedacht. falsche Reaktion, die der Hechler zeigt, sonst wäre er jetzt in der WM. Das nächste Mal total euphorisch abnehmen und nicht den Händen unterstellen, bist du es, Klaus? Das kommt natürlich nicht so gut an. So, wir wollen selbstverständlich auch noch über das Restprogramm reden, wo die Schweizer, Restprogramm ist ein bisschen despektierlich, über die weiteren Gegner von der Schweizer Nationalmannschaft. Und das machen wir nach einer kurzen Pause. The Hockey Week, presented by Skoda. Monday on SportalHD.com. Und beim FC Thun kann man etwas anderes noch rausstreichen. Wir wollen ein bisschen weniger auf die Einzelspieler eingehen, Jan, sondern da bauen Situationen heim und auswärts. Ja, das einzige Problem hat ja Thun eigentlich, wenn sie weg müssen aus dem schönen Berner Oberland, weil dann läuft nicht mehr viel. Also die meisten Mannschaften spielen dann lieber zuhause. Ausnahme vielleicht der FC Zürich, als auswärts, aber bei Thun ist das besonders eklatant. Also in der Heimtabelle liegt der FC Thun auf dem zweiten Platz, nur gerade 2 Punkte hinter dem FC Basel mit 34 Punkten. Auswärts holt der FC Thun aber gerade mal halb so viele Punkte wie die Heim und liegt nur gerade noch vor Aarau und GC auf dem drittletzten Platz. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportalHD.com. Jetzt antworten und tolle Preise gewinnen. Skoda Crazy Hockey League. Jetzt spielen und gewinnen. Hockey.skoda.ch. Skoda. Simply clever. Die Vivo-Pakete sind natürlich auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt. Danke, sehr freundlich. Mhm. Aber bitte keine Spezialbehandlung. Oh, keine Sorge, das machen wir bei allen. Ich möchte wie ein ganz normaler Kunde behandelt werden. So wie Sie. Normal. Für Ihre Wünsche gemacht. Die individuellen Vivo-Pakete ab 44 Franken im Monat. Finden Sie jetzt Ihr Wunschpaket. Mein Erlebnis. Mein Vorteil. Mein Ticket. Mein Sonntag. Tickets für Raiffeisen-Mitglieder zum halben Preis. Seien Sie gespannt. Es gibt immer wieder Neues zu erleben. Fahren Sie doch mal hin. Wir begleiten Sie mit der Autoversicherung der Allianz. Pure Sports, Pure Entertainment. The Hockey Week, presented by Skoda. Wir sind zurück in der Hockey League, reden über die restlichen Spiele, die noch anstehen in dieser Gruppenphase vom Schweizer Team. Gabriel, Buchhaltung, wie sieht es aus? Wer erwartet Sie als nächstes? Ich muss ja sagen, du zitterst Espenlob. Ja, nein, aber sonst bin ich bekannt eher als fast ein hoffnungsloser Optimist. Und jetzt muss ich sagen, jetzt gilt es ernst für die Schweizer Nationalmannschaft, wenn wir das Restprogramm kannst du einen dramatischeren Blick aufsetzen? Schaut, ja, der Hundeblick. Weil ganz ehrlich, Samstag, 19:15 Uhr, Schweden. Ja, Neuauflage vom Final 2013. Dann kommt mit Kanada okay Kleine. Und am Schluss haben wir noch gegen den Heimvorteil
von Tschechien. Ja, gehen wir dann nachher auch drauf einkommen. Ich finde, da muss für die Schweizer das Motto lauten, nicht weg den Tiger in dir, sondern weg den Underdog in dir. Dann gibt es vielleicht noch Hoffnung und einen Punkt hier und da. Wobei, gegen die Grossen haben wir immer relativ gut ausgesehen. Gegen die Schweden, die das Golfrennen von 20 zu 7. Das wird schon schwierig, Michel. Super Situation und Herausforderung. Wenn es den Match gewinnt, dann ist alles da, was wir hier diskutiert haben, hinfällig. Und dann heisst, er ist der Beste, der Größte. Und wir haben es ja schon immer gewusst. Und nein, ich glaube, genauso Chancen muss man nutzen. Es ist möglich. Die Schweden ist ein guter Gegner. Gleichzeitig die Schweiz, wieso soll es nicht gewinnen? Super Goalie-Leistung, Powerplay wirklich verbessern und dann ist das machbar. Die ganz brutalen Optimisten sagen auch, die Schweden und die Kanadier, für die ist es gelaufen, die sind weiter. Lässt einen von den Mitfavoriten, die Schweden immer dazu gehören, wenn die Quali auf Sicherheit haben, nehmen die ein bisschen Tempo raus? Nein. Oder spielst du da auf allen Zylindern weiter? Nein, in der WM nimmt man das Tempo nicht raus, weil jedes Spiel zählt und du willst im Rhythmus bleiben. Aber was ich sehen würde, wollen, ist die anderen Matches. Ich meine, die anderen müssen auch noch gegeneinander spielen. Wir schauen nur unsere Matches. Also. Von dem her bin ich optimistisch, weil die Punkte, die wir haben, wenn wir noch einen Sieg haben, lenkt das. Aber eben zurückschrauben, da keine Mannschaft, ob du qualifiziert bist oder nicht, das bin ich mir 100% sicher. Aber die anderen Mannschaften müssen natürlich auch noch gegeneinander spielen. Beispielsweise Deutschland, die gegen Lettland noch spielen. Bleiben wir bei Schweden. Cedric, wir kommen später dazu, bei den Kanadiern über einzelne Namen reden. Bei den Schweden findet das nicht statt, auch wenn du ein Match schaust. Es ist selten, dass man nur über ein oder zwei redet. Die sind einfach Jahr für Jahr geschlossen. Keiner fällt ab, keiner fällt ab. Das ist so. Die Schweden du sind wirklich... Du würdest auch Schweden auch noch durchkommen. Ja, natürlich. Nein, die Schweden sind wirklich im Kollektiv sehr stark. Haben wirklich gute Goalie von hinter bis zum vordersten Mann. Stimmt wirklich alles zusammen. Und das ist wirklich so. Da ist nicht einer, wo alles reisst. Logisch, teamintern hast du einen Leader, hast alles. Aber dort ist wirklich jeder auf dem gleichen Niveau und jeder nimmt den anderen mit und alles. Und das ist eine Eigenschaft der Schweden. Gabriel, wenn du die beiden Mannschaften gegenüberstellst, du heute hast du drauf von Spassbremse. Ja. Was kannst du jetzt zum Tor werfen? Ja, von wegen. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Weil die Grafik, die jetzt kommt, müssen wir ein bisschen stehen lassen. Und da kommt aus Schweizer Sicht Angst und Bange. Wir haben es ja schon gesehen, die Effizienz. Offensiv ist Schweden schlicht und einfach top. Fast jeder fünfte Schuss ist ein Treffer. Und wenn ihr mal das Powerplay anschaut, also ich sage nur Achtung, Achtung. Positiv bei der Schweiz, ja, 100% Boxplay, schöner gewesen. Über 90% Fangquote, da ist natürlich auch der Leonardo Cennoni zuständig. Zwei beste WM-Goalie überhaupt mit über 97% Fangquote in zwei Spielen. Also wenn es irgendwo irgendwie einen Hoffnungsschimmer gibt, Leonardo Cennoni rein, er mit dem zweiten Shoutout und dann Nationalhymne nach dem Spiel. So, aber jetzt zitiere ich der Kramer, der sagt, wir müssen aufhören, nur müssen von Goalie verlassen. Cennoni wird höchstwahrscheinlich wieder im Goal stehen, aber der Cennoni allein richtet es nicht. Ja, wenn, wenn ich die Statistik anschaue als Trainer, bin ich gleich positiv, weil ich habe 1,25 durchschnittliche Goal. Also, solange ich hinten ein 1 oder ein 2 habe oder ein 0, bin ich positiv. Wenn ich hinten ein 5 hätte, habe ich ein Problem. Also darum sage ich, machen euch keine Sorgen. Wie kann man die Schweden packen? Was würdest du als Trainer für einen Gameplan rausgeben? Sicherlich vom Tempo her sehr viel Schlittschuh laufen. Dann, Disziplin haben und Körpersprache zeigen, dass man gewinnen will. Und nachher einfach sehr, sehr einfach spielen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass man noch die Scheibe will ins Goalie tragen oder kompliziert spielt. Und von dem her einfach spielen, schnörkellos und vor allem als Mannschaft daran glauben, weil wir jetzt in der Vergangenheit ja beweisen, dass es geht. Körpersprache hast du auch genickt. Das ist etwas, was man natürlich 2013, jetzt kann man sagen, logisch, wenn du immer gewinnst, hast du eine positive Körpersprache. Aber was natürlich von außen auch manchmal den Eindruck hast, man sieht es eben, dass es nicht diesen hier ist, sondern so ein Buckeli. Ja, das ist klar. Als Spieler gibt es gute Sachen, schlechte Sachen und dann kommt es immer auf den Spieler drauf an. Und Körpersprache ist natürlich sehr wichtig gegenüber den anderen Spielern. Aber das ist halt so im Sport. Es sind 20 auf dem Eis und ein Körpersprache zieht vielleicht den Mann. Und jeder weiss es, Cedric. Wir wissen eigentlich, dass man auch dem Gegner gegenüber, dass man egal wie scheiße es dir geht, dass du eine positive Körpersprache müsstest haben. Also wir wissen es ja. Das ist so, ja. Aber manchmal ist vielleicht auch ein bisschen das Selbstvertrauen, das dabei hängt, dass du irgendwie darüber nachdenkst, was man nicht sollte. Und das zieht dann vielleicht ein bisschen runter. Aber logisch, man sollte dem Gegner zeigen, wir sind damit gerne nicht auf.
wir kommen immer wieder. So, wir haben über Schweden geredet mit einer unglaublichen Geschlossenheit. Jetzt wollen wir über einen Mann reden, der bei den Kanadiern nicht eine One-Man-Show ist, aber der selbstverständlich immer wieder für Furore sorgt. Da ist unser Top-Ranking. Das sind die schönsten Momente, die schönsten Szenen von Sidney Crosby. First game against the Canadian team. First time against his boyhood team, the Montreal Canadiens, and Crosby can win it. Crosby scores! Comes Sidney Crosby. Surrounded by Canadiens. Shoots the puck and scores! Oh, what a play by Crosby. He beat everybody that time. That was absolutely stupendous. What a move, Sidney Crosby, in traffic. Fights him off and plays it back for Gonchar. Tipped right on, Crosby scores! Sidney Crosby! You talk about athleticism and eye-hand coordination, get a look at that. Moves the puck to center. Here's Crosby with a burst of speed. Up the middle, gets up and scores! Welcome back, Sid! Glenn, you talked about carrying the puck through the middle. Well, he felt a little bit more comfortable this time. Took it wide, took it hard to the net, and just a perfectly placed shot. Again, he's on the ice with Aginla. Aginla scores it! Sidney Crosby, the golden goal! And Canada has once in a lifetime Olympic goal! Cedric, sieht es nicht so schwierig aus? Nein, es ist immer einfach, darüber urzuteilen, aber es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Du hast Verteidiger auch angeschaut bei dem einen Goal, wo er eben ins Lot reinfährt, das Timing stimmt mit dem Schütz, der Schuss abgibt. Wäre dem Hechler auch nicht passiert? Nein, natürlich nicht. selbstverständlich nicht. Reden wir über den Gegner, über Kanada, der zum Beispiel ein Goalverhältnis hat von 22 zu 4. Sie haben die Deutschen mit 10-0 vom Eis putzt, 6-1 gegen Lettland, 6-3. Gegen Tschechien, Kanadier warten seit 2007 in Russland, also gegen Finnen gewonnen, auf einen WM-Titel. Der heisseste WM-Kandidat dieses Jahr für euch? Schwierig zu beurteilen. Kanada ist sicher jedes Jahr heißer Anwärter drauf. Gleichzeitig vom Kollektiv her, klar, ein super Einzelspieler, super Stars dabei. Wenn man es vergleicht mit Schweden, Schweden hat auch vielleicht Stars dabei, aber vom äußeren Eindruck her habe ich das Gefühl, Schweden vom Kollektiv her, wenn es dann darauf ankommt, ist schon noch ein bisschen leicht im Vorteil. Aber es ist schwierig zu sagen. Wie seht ihr das? Kanada? Meiner Meinung nach... Bis jetzt machen sie einen absolut unwiderstehlichen Eindruck. Ja, aber ich habe das Gefühl, wenn in so einem Team, wenn es dann mal nicht mehr läuft oder nicht läuft, dass dann ja, ein bisschen giftig kann werden. Und von dem her, ich sehe Schweden als Favoriten. Ja, das Kanada, Schweden, wir gibt mehrere Favoriten. Es sind auch alle Substars dort, aber ein Sidney Crosby allein macht auch nichts. Es braucht immer vier andere Spieler. Und wenn man die beste Goal von Michel zusammengeschnitten hat, hätte man das auch fünf gefunden. Sicher? Hat es fünf gegeben oder wäre es ein Top 3 gewesen? Es gibt mehr, aber ich sage, es ist ein schönes Goal. Aber ich habe immer nur auf die weißen Schläfe geschaut. Ich habe gar nicht so mitgeschnitten, was du mit der Scheibe so machst. Ich kann einmal den Gegner ablenken, damit der Kramer durchlaufen kann. Hat als Trainer auf dem Eis auch noch immer weiße Schleifschuhe? Ja, hat immer noch die weißen Schleifschuhe. Ehrenwort? Ja, wird langsam alt. Sie sind noch nicht schwarz vom Dreck. Nein, aber wir müssen langsam überlegen. Wir müssen mit Tippex wieder mal ein bisschen drüber gehen. So, wir wollen jetzt so einen Mann gehen, wir zwei den gleichen Jahrgang, Jaromir Jagr, der ein Jahr älter ist als wir zwei, wo man sagt, völlig überraschend, wie man als so alter Mann so gut kann sein. Du bist, glaube ich, ein Jahr hinter uns zu. Jetzt müssen wir sagen, hey, hallo, 43 ist doch absolut kein Alter. Nein, wenn einer noch mitheben kann, ich meine, mit 36 aufhört, einer hört mit 38 auf, einer hört mit 40 auf, solange er das noch mitmachen kann und dabei ist. Und natürlich die eigene WM im Land, haben sie vielleicht auch noch ein bisschen das Gefühl, ja, so ein Superstar kann uns noch ein bisschen etwas geben, ein bisschen Körpersprache und alles Zeug.
das Wahnsinnige, das Frucht ist ja nicht, dass er in der WM noch dabei ist mit 43, sondern dass er so gut spielt und glaube jedem Match hat getroffen. Das ist aber schon herausragend. Sehr, sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite, ich meine, die Leistung in diesem Alter, ich sage nur schon ab 38, 39, die Leistung und den Biss immer noch zu entwickeln und abrufen, das ist für mich wirklich grandios. Und dann letzten Endes noch, wie du angesprochen hast, die entscheidende Goalschiessen oder eine Mannschaft mitreissen. Also für mich hervorragend. Also wir kennen ihn nicht mehr so gut wie früher, weil Mähne nicht mehr so lang ist. Aber Facts gibt es eindrücklich. Oder bleibst du dir auch treu, als Spassbremse? Oder? Nein, du, ich finde es eindrücklich, wie der Jahrgang so aufjubelt. Das ist ja wirklich überragend. Also sportlich muss man absolut den Hut ziehen. Der Jaromír Jágr eigentlich so etwas wie der Polo Hofer im Eishockey. Oder er hört einfach nie auf. Und auch wenn man vielleicht kann sagen, es ist nicht die letzte WM, es wird sicher die letzte Heim-WM. Die Zahlen muss man sich einmal auf gut Deutsch reinziehen. Also so viele NHL-Spiele. Stanley Cup zweimal gewonnen, Olympia Gold. Zweimal WM-Gold. Und das ist noch interessant, Mitglied vom Triple Gold Club. Da gibt es nur 25 Spieler, die das geschafft haben. Das heisst, Olympiasieger muss sein, Weltmeister und den Stanley Cup muss gewonnen haben. Jaromír Jágr, einer von zwei Tschechen, der in dieser illustren 25-Liste dabei ist. Also da muss man wirklich den Hut ziehen von dieser Leistung. Und Angst haben aus Sicht von der Schweiz. Natürlich. Weil die warten dann auch noch, wenn wir schauen, 12-4 ist das Goal-Verhältnis, verloren gegen Schweden. In einem Spiel, wo man wie manchmal hat, das Gefühl hatte, sie kommen nicht mehr zurück. Also ein unglaublicher Match, wo sie wirklich, wie sagen die Spieler, Moral und Charakter haben bewiesen. Ja, Herz und Charakter, ja. Von diesen drei Gegnern noch, der Gegner, der am einfachsten ja, bis zu einem Punkt möglich ist? Ich glaube, einfache Gegner gibt es nicht an dieser WM, aber ja, es sind gegen alle Punkte möglich, wenn man wirklich alles reinsetzt und optimistisch bleibt. Und ja, von dem her ist gegen alle Punkte möglich. Schüttelst du den Kopf? Wie ausschlaggebend ist, dass die vielleicht ein bisschen auf den Felgen sind? Wir eben, der Herr Jágr, wir wissen es, wir stehen nicht jeden Tag gleich spritzig auf. Nein, aber im Ernst, ich habe das Gefühl, gegen Tschechen sehe ich die besten Chancen. Nee. Nicht unbedingt. Jedes Spiel muss gespielt werden. Helfen mir auch ein bisschen, Mann. Ist es noch los? Tot, das sind wir da. Ich glaube, gegen jeden Gegner kann man gewinnen. Und das Wichtigste ist, dass man selbst überzeugt ist, dass man sagt, heute ist das Spiel, wir können es machen, wir müssen einen Gameplan halten und ein bisschen Glück haben auch. Dann ist das machbar. Ob das Kanada, Schweden oder Tschechien ist, spielt keine Rolle. Tschechien ist der schwierigste Gegner, weil die einen Heimvorteil und gegen die sagt jeder, dass wir gewinnen müssen. Kanadier sind die, die wir am ehesten schlagen. Cedric, gibt es irgendetwas, das man noch gut tun kann? Oder, komm, vergessen. Wenn ich jetzt den Böck richtig geschossen. So, wir haben das Böck-Game, eine rote Seite und eine grüne Seite. Grün heisst selbstverständlich ja, rot heisst selbstverständlich nein. The Puck Game. Man muss Farbe bekennen. Hier, wir haben schon Lügner aufgedeckt, kann man so sagen, Gabriel, ja. Oder? Ja. Oh, ist jetzt ein bisschen böse gesagt. Wir haben Leute aufgedeckt, die nicht immer die Wahrheit gesagt haben. So, die erste Frage, die ich... Warum hast du schon? Die erste Frage, die ich ein Ja oder ein Nein von euch möchte haben. Der Klaus Zog hat, auch wenn er heute nicht da ist, immer recht. Nur so. Gruß nach Prag. Könnten wir das bitte so rausschneiden und nach Prag schicken? So. Die Schweiz schafft trotz dem Stolper heute immer noch 3-2 im Viertelfinal. Ja. Also, wenn jetzt noch einer ist, den Hattrick haben wir glaube ich noch nie gehabt, oder? Ah, nein. Ja? So homogene Truppe. Dritte und letzte Frage: Mit dem Hechler der WM im Kader wäre das alles ganz anders kommen. Nein. Das ist die letzte Frage. Mehr darauf auflöpfen kannst du nicht, oder? Also. Ja, ich kenne ja nicht persönlich. Okay. So, Gabriel, vor welchem Spiel hast du am meisten Angst, haben wir jetzt ein bisschen erfahren? Was schaust du dran bei uns?
Also was man sich definitiv muss anschauen heute Abend, ist eigentlich Schweden gegen Kanada. Oder? Die Spieler von der WM, die bei uns auf dem 360-Player siehst. Wobei, ganz ehrlich, es ist so die Qual der Wahl. Also, wir haben für alle etwas. Fußballtechnisch Champions League mit Barcelona gegen Bayern München und eben das Hockeyspiel von dieser Gruppe Schweden gegen Kanada. Da kann man sich schon mal anschauen, was auf die Schweiz wartet, und zwar auf beiden Seiten. Und am Samstag, da sind wir wieder dran, hoffentlich frisch erholt. Am 9. Mai, Viertel ab 8 geht es los. Schweiz gegen Schweden, Neuauflage vom Final 2013. Und von meiner Seite wäre es eigentlich gewesen. Schaltet hier unbedingt ein, drückt den Daumen, gibt es auch im Live-Ticker bei uns. Und dann würde ich nur noch sagen, Cedric, unbedingt das Handy auf Laut schalten. Weisst nie, wenn der Glenn noch anruft. Bei Michel, da haben wir gehört, wenn es etwas Gutes gegen die Positiven oder Grossen gibt, dann ist alles, was wir heute geredet haben, eh nichts gewesen, oder? Und beim Gianmarco komme ich vorbei und mache noch ein paar Lissen. Also, sicher Einfahrt, bis nächste Woche. Merci Gabriel. Michel, für die Worte noch zu brauchen vom Kläuser Zog, wenn der Busche bei SCB sollte gehen, bist du bereit? Ja. Ich bin auf dem Markt, also. Ja, absolut. Oder? Wobei, ihr könnt sich verliebt, die Busche zu Bänder. Wie manche Frau bei dir im Nationalteam hat eigentlich schon die Polizei abgeschlossen bei dieser Versicherung, die du schaffst, die übrigens ein Partner von uns ist, in der Soccer-Lounge am Ende Abend? Ich tue Beruf und so kenne ich. Oh, du bist so professionell. Cedric, neue Saison, neues Glück mit dem ZSC. Von einem Extrem ins andere, vom Abstieg zum neuen Meister. Ja, wenn man es so sieht, ja. Aufpassen, der Pokal geht schnell kaputt. He? Das ist so, ja. Ich werde es mir merken. Ich hoffe, ich brauche es. Michel, merci fürs Kommen. Alles Gute. Ich hoffe, wir dürfen dich wieder mal begrüßen. Da bei uns. Gleiche gilt für Cedric Hechler und für Gianmarco Grammeri. Gute Heimfahrt. Der Chauffeur wartet uns. Wir haben gelernt, wenn man Fernsehen schaut im Auto, dann nur als Beifahrer. So, das war's mit der Hockey Week. Wie gesagt, im Replay könnt ihr das Ganze nochmal schauen. Merci fürs Interesse. Schöne Woche. Bis dann. Ciao. The Hockey Week on Sportle HD, presented by the new Škoda Fabia.